Das Kapitel heißt Die Polizei schwimmt. Gemeint ist das Polizeibad an der Alten Donau. Und dieser kurze Text jetzt, der ist auch einem Erlebnis an der Alten Donau geschuldet. An einem Holzsteg steht in großen Lettern: Wer mag FKK? Ohne Fragezeichen. Stünde eines dort, ich hätte ohne Zögern mit Ich nicht geantwortet. Ich habe es probiert, probieren müssen. Unter sogenannten fortschrittlichen Menschen gehörte es in den 80er Jahren geradezu zum guten Ton. Es war mir immer peinlich. Unter lauter Fremden ging es ja noch. Aber Bekannten, die man nur angezogen kannte, plötzlich nackt gegenüberzustehen und so zu tun, als würde man einander in der Stadt begegnen, übers Wetter, Ferienpläne oder die jüngsten politischen Entwicklungen zu reden, kam mir beinahe grotesk vor. Dann ging man vielleicht noch zusammen ins Buffet, saß nackt auf harten, hölzernen Stühlen, holte sich nackt bei angezogenen Kellnerinnen ein Bier und versuchte sich locker zu geben, weil das alle anderen offenbar auch waren. Ach, herrje, was bist du doch für ein verklemmter Typ, funkte es dann verlässlich aus dem Zentrum der Ratio. Sind doch alle fröhlich und munter. Sind sie das? Raunte es dann aus anderen Gehirnregionen. Und musst du denn noch verklemmter werden, indem du hier bist? Das war es dann. FKK ist etwas für andere, nichts für mich. Die sollen das dürfen, selbstverständlich, aber ich muss es nicht müssen. Da drüben ist eine Insel, der Gänsehaufen, heute das Strandbad Gänsehäufel. Der FKK-Bereich ist von hier aus gut einzusehen. Noch ist niemand da, um hinüber zu spechteln. Es gibt auch noch nichts zu sehen. Das Wasser ist zu kalt, wie schon gesagt. Aber im Hochsommer fahren die Elektroboote mit angezogenen Menschen immer wieder nahe an den Nackten vorbei. Noch peinlicher als selbst dort zu sein. Die Nackten von Wien, ein Tango-Lied. Nicht allen recht, so mancher redet schlecht über die Verkäufer.